auch immer. Weil wir es gerade so geil drauf haben. So. Jetzt gehen wir hier auf Feuersturm und hoffen mal darauf, dass unsere Armada gegen Bloodred in den Krieg zieht. Scheiße! Nein! Verteidigt mich! Ich kann leider die Kamera nicht drehen. Oh ja, einen haben wir. Steh auf, Mann. Steh auf. Scheiße. Ach, du Kacke. Ich habe mich fair gemacht. Ich habe meine Waffe noch nicht angelegt. Ich wollte nämlich zwei Hände anlegen und dann mal so richtig loslegen. So, ey, cool. Man bekommt EP dafür, dass man die seine eigenen Kreaturen umbringt. Haut auf ihn! Ich habe jetzt bloß Schiss, wenn ich die Skelette jetzt angreife, ob die dann alle auf mich eingehen oder ob ich eins nach dem anderen umhauen kann. Das ist mal interessant zu wissen. Naja, bisher klappt es ja relativ gut. Es ist halt Friendly Fire, aber nein. Muss man mit klarkommen. So, okay. Ich hab Angst, aber... Hua! Hua! Letzte Scheiße. Hopp! Ja! So, jetzt haben wir hier so einiges an EP gesammelt. Oh, jetzt fehlen uns sogar nur noch 500 EP, damit wir das nächste Level beschreiten. Sammle ich alles ein? Sammle ich alles ein? Ja, komm. Was soll der Geiz? Bloodwind. Oh ja. Bin ich richtig froh, dass ich Bloodwind getötet habe. Hallo. Hallo. Mach's gut. Ich dachte, der ist jetzt uns ein bisschen... bisschen sauer auf uns. Aber... Weil wir mit einem Feuerball getroffen hatten. Aber anscheinend doch nicht. Ach du Scheiße, ach du Scheiße, ach du Scheiße. Ah! Der Pacho, der schießt auf uns mit seiner Kackarmbrust. Und wir haben doch gerade so relativ wenig Leben. Okay. Aber jetzt nochmal,
komm. Wir auch gelacht. Ich gehe diesen Weg, weil wir dadurch zu Lester gelangen. Weil der hat ja gesagt, ich lebe da noch ein bisschen. Ha, da hast du noch eins bekommen. Einen zusätzlichen... So. Wunderbar. Gut, weiter geht's. Hoffen wir mal darauf, dass sich hier jetzt nicht so viele Monster uns in den Weg stellen. Denn ich merke jetzt so langsam, dass es gerade Nacht wird und dass unsere Sicht damit ein bisschen eingeschränkt wird. Ja, das war geil. Letztes Mana. Und down. Und weiter geht's. Jetzt eilen wir. Wir beeilen uns. La 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 la. Da müssen wir hoch. Ja, da kommen schon die ersten Sterne durch die Decke, durch die Wolkendecke. Von diesen Vögeln. Von den Raben. La, 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 la. Finde ich aber krass, dass da die Mine eingestürzt ist. Und dass die alle Magier gleich gekillt haben. Okay, aber ich kann auch Gomez ein bisschen verstehen, dass der keinen Bock hatte, wieder eine neue ausheben zu lassen, eine neue Mine. Erst recht die neuen Butler zu rekrutieren, weil er ist ja eigentlich der Besitzer des Lagers, der die ganzen Neulinge aufnimmt und einfach in die Mine schickt. Naja. Und wenn man dann so einen Rückschlag bekommt und dann wieder von vorne anfangen darf, das ist nicht immer geil. Man könnte natürlich sagen, ey, jeder Neuanfang ist bloß eine Möglichkeit, Verbesserung zu finden, aber das würde ich mal so zu deklarieren, dass ich möchte es bezweifeln. So. Nämlich das, was ich eigentlich damit sagen wollte, wenn man jetzt zum Beispiel, wenn so eine Mine eingestürzt ist und man jetzt wieder vom Neuanfang steht, dann weiß man ja eigentlich, was man falsch gemacht hat und kann dagegen vorgehen. So wie Lilienthal immer gesagt hat, für die, die es nicht wissen, deutscher Pionier, der deutscher Flugpionier sozusagen, der einen Gleitflieger gebaut hat. Fliegen und fallen, um zu lernen, nicht mehr zu fallen. Ja. Ja. Wie sieht's aus? Hey, was machst du denn hier? Die alte Mine wurde nach einem Wassereinbruch verschüttet. Und? Die Feuermagier sind alle tot. Gomez hat sie ermorden lassen. Das wieder hinzubiegen wird nicht einfach. Ich habe Diego und Milton vor dem alten Lager getroffen. Sie wollen sich mit dir treffen an eurem üblichen Treffpunkt. Wurde aber auch Zeit! Wie geht es nun weiter? Ich werde noch etwas bleiben, um die alten Bücher zu studieren. Ach Gott. Ich verstehe nicht. Meister Iberion sagte immer, der Schüler versucht die Dinge mit Händen. Schon gut. Ich danke. Der schläft. Ja, also das hat mich jetzt bloß sehr verwundert. Das trifft's. Doch, das ist ein gutes Wort. Das trifft's sehr gut. Und zwar, erst sagt er, würde aber auch Zeit, und dann, na, ich bleib noch ein bisschen hier und lese. Hä? What the? Also, nein. Nein, das möchte ich gar nicht verstehen. So, hier, da haben wir es ja. Die Möglichkeit, zu den Wassermagern zu teleportieren. Jetzt nutzen wir einfach mal die Rune 30. Gut, dass du wieder zurück bist. Es ist etwas Schreckliches passiert. Lass mich raten. Die freie Mine wurde von Gardisten aus dem alten Lager überfallen, die niemand kommen sah. Moment, woher? Aber natürlich, du hast es im alten Lager erfahren.
Gorn kam kurz vor dir hier an. Was kann Gomez nur veranlasst haben, solch einen aggressiven Schritt zu wagen? Ihm müsste klar sein, dass dieser hinterhältige Überfall einen Krieg heraufbeschwört. Die alte Mine wurde nach einem Wassereinbruch verschüttet. Verschüttet, natürlich. Dann gibt das Ganze langsam einen Sinn. Gomez steht mit dem Rücken zur Wand. Er ist gefährlicher denn je geworden, denn nun, wo er nichts mehr zu verlieren hat, wird er zu allem fähig sein. Genau so. Gomez hat alle Feuermagier töten lassen. Töten lassen? Wieso bei Belia hat er so etwas getan? Sie waren gegen den Überfall auf die freie Mine und stellten sich gegen Gomez. Dann sind wir alle verloren. Ohne die anderen 6 Magier werden wir die geballte Kraft des großen Erzhaufens nicht kontrollieren können. Ich danke dir trotzdem dafür, dass du diese gefährliche Botschaft an mich überbracht hast. Ja. Okay. So. Das alte Lager hat mich verbannt, weil ich euch geholfen habe. Du gehörst nicht länger zum alten Lager? Dann heiße ich dich in unserer Gemeinschaft willkommen. Hä? Okay. Heißt das, ich gehöre jetzt in die Gilde der Wassermagier? Noch nicht. Du musst erst den Eid des Wassers ablegen. Aber ich habe mich bereits dem Feuer verschworen. Du brichst den Schwur ja nicht. Ich verstehe nicht. Du erweiterst deinen Schwur. Damit wirst du zur Magier der beiden Elemente. Sowohl die Macht des Feuers als auch das Wissen des Wassers stehen dir dann zur Verfügung. Ja, das ist geil. Ja. Ich bin bereit, den Eid abzulegen. Diener des Feuers, du wirst nun den Segen des Wassers empfangen. Sprich nun die Worte des Eides. Ich schwöre bei den Mächten der Götter. Ich schwöre bei den Mächten der Götter. Und bei der Kraft des heiligen Wassers. Und bei der Kraft des heiligen Wassers. Dass mein Wissen und Handeln von nun an und auf ewig mit dem Wasser verbunden sei. Dass mein Wissen und Handeln von nun an und auf ewig mit dem Wasser verbunden sei. Bis ich einkehre in Belias Reich und der Quell des Lebens versiegt. Bis ich einkehre in Belias Reich und der Quell des Lebens versiegt. Mit diesem Schwur einst du die Kraft des Feuers und den Segen des Wassers in dir. Du verbindest das, was vorher getrennt war. Möge dein Leben ein Zeichen des Bundes der Elemente sein. Trage diese Robe als Zeichen deiner Verbundenheit zum heiligen Wasser und zu Adanos. Krass. Krass. Hätte ich nicht gedacht, dass man das so machen kann. Ich war eigentlich genauso stutzig wie der für unser Player. Magie zu Ehren. Magie zu Ehren. Von wegen, hä, kann ich das überhaupt? Ist das überhaupt möglich? Als du mich zu den Feuermagiern schicktest, erwähntest du einen weiteren. Jemand. Nun, ich hoffte, wir würden ohne seine Hilfe auskommen. Aber so wie die Dinge stehen... Wer ist dieser jemand? Also gut. Vor vielen, vielen Jahren. Bitte die Kurzform. Geduld. Also, als wir, die 12 Magier, damals die Barriere erschufen, wurden unsere magischen Kräfte von einem 13. Zauberer gelenkt und geleitet. Ein 13. Zauberer? Na, das ist wieder 13. Ich dachte, das hätte nur 12 gegeben. Die meisten, die ersten Tage der Kolonie nicht miterlebt haben, glauben das. Dieser 13. Zauberer war einst unser Anführer. Das alles war, bevor wir uns in den Feuer- und Wasserkreis zerstritten haben. Doch er verließ das alte Lager, das damals noch das einzige Lager in der Kolonie war. Wie heißt dieser 13. Zauberer? Sein Name ist Xardas. Kaum einer kennt noch die alten Geschichten über ihn. Die, die es tun... nennen ihn nur den Dämonenbeschwörer. Klingt interessant. Warum verließ er das alte Lager? Er begann sich intensiv mit der Beschwörung untoter und magischer Wesen zu beschäftigen. Klingt interessant. Das beunruhigte nicht nur...